Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Last of Us 2. Ja, wir sind mit Lev unterwegs und zwar hoch über den, über der Stadt. Wir nehmen die Scars-Wege, Scars-Brücken, wie man sie auch immer nennen möchte. Wir haben uns hier im letzten Part einen ordentlichen Kampf geliefert mit den... Mit den Scars, die hier Patrouille liefen, weil sie nach Lev suchen, weil der... Tut ihr das weh? Oh, geht. Weil er ja ein Abtrünniger ist. Und jetzt will ich hier noch einmal gucken und looten. Ah, nee, den tauschen wir mal nicht, auch wenn das schon verbessert ist. Hatte ich das nicht sogar selbst getauscht? Aber ich will halt einmal gucken, dass wir hier nicht irgendwie was... Genau, hier sind wir nämlich hochgekommen und dann haben wir festgestellt, dass hier überall Scars sind. Und genau, ich will jetzt hier, wie gesagt, einmal gucken, dass wir hier nichts liegen lassen an Ressourcen, weil wir sind halt echt, ja, sagen wir mal so, gut leer. Gut, hä? Wieso guckst du dich denn? Oh, sorry, ich hab mein Handy nicht auf leises. Tut mir leid. So. Okay. Genau, hier waren wir gerade. Ich habe nämlich ein bisschen Sorge, dass wir, ja, dass uns hier sonst die Ressourcen irgendwie... Ja, dass wir die... nee, da sollte ich vielleicht nicht runter. Und Abby auch nicht zu nah dran mit ihren Panikattacken hier und ihrer Höhenangst. Aber wie gesagt, ich habe sonst Angst, dass wir halt Ressourcen liegen lassen, die wir halt eigentlich gebrauchen könnten. Weil es halt gerade echt nicht so gut um unsere Ressourcen aussieht. Und deswegen nehme ich mir jetzt hier wirklich die Zeit und die Ruhe. Nein, ich brauche keinen Tipp. Hier das alles nochmal gründlich zu durchforsten. Dass ich hier wirklich, wirklich, wirklich nichts liegen lasse. Weil das wäre halt mega, mega ärgerlich. Eben gerade, weil wir halt schon irgendwie kaum noch was haben. Und ich vorhin, als wir hier quasi, ich sag mal, in diesem Kampf waren, ja nicht irgendwie die Zeit hatte, hier noch irgendwie groß was zu suchen. Deswegen kämmen wir uns jetzt hier Etage für Etage hoch, suchen das Ganze ab und, ja, dann können wir der Brücke weiter folgen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber wie gesagt, ich habe halt keinen Bock, hier irgendwas liegen zu lassen. Was dann nachher, was dann relevant werden würde, weil wir es hätten brauchen können und so, ihr wisst. Gut. Okay. Ansonsten bin ich ja weiter noch dran, im Voraus zu produzieren, weil ich... Warte mal, wenn ich... Ich nehme das auf am am Freitag, genau. Heute ist Freitag und morgen fahren wir schon los zur Amtshilfe. Und ich gucke mal. Ich glaube, ich werde nicht genug Aufnahmen schaffen. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass zum Ende der Woche, dass ihr zum Ende dieser Woche, wo die Folge jetzt rauskommt, dass ihr da... ja, vielleicht keine neuen Parts sehen werdet und ich ein paar Tage Pause machen muss. Aufgrund dessen, dass ich halt, wie gesagt, gucken muss. Ich habe halt heute noch einiges zu erledigen. Und es ist halt... Das ist halt nun mal so. Wenn das alles so sehr spontan passiert und das ist halt nun mal in unserem oder in meinem Job so, dass viele Sachen sich relativ schnell entwickeln und dann ist das Leben in der Lage. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber es ist natürlich schade, weil ich natürlich gerne genug Content für euch produzieren würde, bevor ich losfahre. Aber gut, lassen wir das jetzt auch mal so stehen. Ich denke, wir haben hier bald alles. Wir sind gleich, glaube ich, fast ganz oben. Auf jeden Fall kriegen wir noch ein paar Sachen. Das ist sehr gut. Wir können dann gleich auch noch ein bisschen was hoffentlich herstellen. Ich vermute, da geht es weiter. Denke ich mal. So sieht es aus. Genau, hier war die Treppe, die... Hä? Hä? War hier nicht eine kaputte Treppe? Achso, nee, okay. Gut, dann war die ein tiefer. Sehr schön. So, dann gucken wir mal gleich, dass wir alle Waffen wieder nachladen. Da haben wir noch Pfeile, da haben wir leider keine Munition für. Aber dafür habe ich Munition, die ist auch munitioniert. Da kann ich nochmal 2 Schuss nachladen ins Magazin. Die haben wir... Okay, gut.
Dann gucken wir mal, was wir herstellen können. Wir können auf jeden Fall noch ein Medikit herstellen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre. Das machen wir auch mal, dass uns das nicht. Ja, komm, dann gib mir ein Tippspiel. Siehst du einen Ausgang? Vielleicht kommen wir da rein. Ja. Also das habe ich mir tatsächlich ja auch schon gedacht. Also ist ja nicht so, dass ich hier nicht schon mitgedacht hätte. So. Ich hoffe, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe vor den Scars haben, aber ich denke, dass sie uns auf unserem Weg immer wieder erwischen werden. Ich bin auch echt gespannt, was passiert, wenn wir am Krankenhaus ankommen. Oh, ich habe Munition für die Waffe. Da Abby ja quasi offiziell abgehauen ist. Also, sie ist ja offiziell abgehauen und geflüchtet, wollte ich gerade sagen. Oh, ich würde gerne da oben ran, aber kann ich nicht. Schade. Und Isaac hat ihr gesagt, sie soll eigentlich nicht los. Aber gut. Okay, und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Ja, was auch sonst. Was auch sonst. Aber vorher gucken wir uns hier einmal um. So. Weil nicht, dass ich hier Sachen liegen lasse. Ihr wisst das. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich Sachen vergesse. Ich ärgere mich immer noch über diese eine Tür, die ich nicht geöffnet habe, als Manny uns rausgebracht hat. Zutiefst. Und das soll mir nicht nochmal passieren. So. Okay. So. Gucken wir mal. Eigentlich will ich gar nicht weiter hinaus. Also ich meine, ich habe selber keine Höhenangst, aber ich habe Ist das ein Aufzug? Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Ich habe es gerade eben schon gesehen. Respekt vor der Höhe tatsächlich. Also. Und ich glaube, für Furby könnte das höchst spannend noch werden mit ihrer Höhenangst. Darf ich dir einen Rat geben? Denk an die guten Seiten der Angst. Die guten Seiten? Ja, du läufst schneller. Heilige Scheiße. Du fühlst weniger Schmerz. Aha. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzklopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommende freut. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Okay, sehr weise für ein Kind. Ich find's, ich glaub's trotzdem nicht. Ich kann das nicht. Guckt euch mal bitte an, wie tief das ist. Oh mein Gott. Ey, man sieht auch einfach nichts. Nichts mehr außenrum. Gar nichts. Ich will gar nicht wissen, wie hoch wir sind. Kennt ihr das, diese hässlichen Werbeanrufe auf dem Telefon, wenn er dann. Ist das von der Prophetin? Ja. Momentan habe Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Also die dürfen die anderen nicht. Und ja, finde ich halt wieder sehr schwierig. So Ausnahmen sind nie gut, ne? Man muss es ja nur jetzt sehen mit diesem ganzen getestet, genesen und ihr wisst, was ich meine. Will ich gar nicht näher darauf eingehen, weil ich das auch gar nicht weiter hier thematisieren möchte. Aber was mich gerade einfach wieder nervt, ich hatte gerade eben wieder eine Nummer auf dem Handy, die mich angerufen hat von keine Ahnung wo. Und ich finde, aktuell haben diese ganzen Werbeanrufe, wo sie dir irgendeinen Scheiß verkaufen wollen, wieder massiv zugenommen. Ist es bei euch auch so oder ist das jetzt nur, also, weil ich finde immer, manchmal hat man phasenweise echt seine Ruhe. Ich blockiere aber auch ganz gerne dann die Nummern, wenn ich das, ich gehe meistens bei solchen Nummern nicht ran, gucke dann einmal im Internet, ob das hier diese Werbeanrufe sind. Das gibt es ja Seiten, wo dann hinterlegt wird, ob das aggressive Werbung ist oder ob das irgendwas Vernünftiges ist. Und dann blockiere ich die meistens und damit habe ich dann eigentlich auch immer eine Zeit lang Ruhe. Aber jetzt finde ich, nimmt das gerade wieder zu. Persönlich nervt mich das richtig an.
Können wir was herstellen? Nee, aber wir haben genug Pillen. Was wollten wir denn eigentlich als nächstes machen? Wollten wir die stärkeren Nahkampfwachen machen oder wollten wir diesen Impuls machen? Ich bin mir da so unsicher. Ich muss mich gerade ein bisschen davon ablenken, dass wir so weit oben sind. Eigentlich wäre es ja geil, wenn wir das hier ausbauen wegen den verbesserten Medikits. Dann sparen wir mal darauf. Okay. Gut. Oh, Abby hat richtig mit sich zu kämpfen. Man hört es richtig. Dass es ihr hier eh schon oben nicht so gut geht, dass sie sich übel auf ihre Atmung konzentrieren muss. Und je näher man dem rankommt, finde ich zumindest, desto schlimmer wird das für sie. Also also wirkt es auf mich. Vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein, weil ich das gerne möchte, dass es so ist. Aber gut, komm, Abby, wir gehen mal die Treppe rauf. Immer weiter rauf mit uns. Bin ich hier oben. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Was? Lev, komm mir nach. Was? Nein, nein, fuck. Nein. Langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Boah, what? Alter, das ist ein ungestützter Kran oder so. Sind die denn... Die hängen echt nicht so an ihrem Leben, ne? Also... Die hängen echt nicht an ihrem Leben. Wirklich nicht. Oh Gott, Abby, ey, es tut mir so, so leid. Ich möchte das ungerne für dich. Oh Gott. Oh Gott, das ist... Balancieren, ey, das wird doch schon nicht meins. Ey, das ist doch nicht wahr. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Mhm. Du lügst doch. Tu ich nicht. Ja, ja. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Verstehe ich gar nicht. Oh mein Gott. Guck einfach nicht nach unten. Ah. Ja, ja. Ihr seid doch alle behindert. Oh Gott. Oh Gott. Wie fühlst du dich? Scheiße. Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Hm? Was? Ach, nichts. Ja, sorry, wenn hier immer mal zwischendrin so Sprünge drin sind. Ich mache zwischendrin immer mal Pause, weil ich immer noch mit der Kameradin kommuniziere, mit der ich morgen losfahre und wir noch so ein paar Feinabstimmungen. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Oh mein Gott, Lev, jetzt? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach! Wie gesagt, wir noch ein paar Feinabstimmungen machen müssen für morgen. Deswegen muss ich dann zwischendrin immer Pause machen. Gott sei Dank. Yay, Abby! Du hast es geschafft! Sei stolz auf dich und guck nicht so weit runter. Komm. Okay. Aber es ist so krass. Geschafft. Sie traut. Los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. What? Wieso noch nicht? Lev, komm her, lass dich umarmen. Das willst du gleich bestimmt nicht mehr wohl. Oh Gott. Wieso? Ahne Schreckliches. Wieso? Siehst du gleich. Oh nein, müssen wir da gleich hoch? Bestimmt, oder? Oh Gott, das sagt. Oh Gott. Nee, doch nicht. Hä? Jetzt will ich da aber doch noch mal gucken. Jetzt will ich da aber doch noch mal gucken. Oh Gott, Alter. Was ist denn... Oh mein Gott. Oh, ja, ist klar. Für die Teile. Alles für die Teile, Abby. Oh mein Gott. Schnell weg hier. Sie traut sich hier nicht mehr zu laufen, wenn man so nah an der Höhe ist. Total krass. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück zu Lev. Sorry für die Unterbrechung. Heute kommt irgendwie alles aufeinander. Ich habe gerade noch eine beschissene Nachricht bekommen. Und ja, wie war das, wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung, ne? Ich könnte kotzen. Ich könnte echt kotzen. Ach du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer als der Kran. Oh Gott. Okay, los, liebes Spiel, lenk mich ab von der ganzen Scheiße, die gerade passiert. Danke. Okay. Oh Gott, ey, das Leute. Das ist doch nicht sein Ernst. Ihr Ernst. Oh Gott. Fuck.
Oh Gott. Abby. Oh Gott. Das... Weht das Ding im Wind? Ach du heilige Scheiße. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm hier nicht mit der Prophetin. Höhe macht mir keine Angst. Schön. Was dann? Der Ozean. Hunde. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich finde dieses Balancieren gerade super schwierig. Oh Gott. Wo? Ernsthaft? Boah, nee, ey. Ist es euer Scheiß ernst? Jetzt müssen wir doch noch ein Meter höher. Oh Gott. Fast geschafft. Scheiße. Da ist auf jeden Fall das Krankenhaus. Ich sehe es. Also. Oh fuck. Oh fuck. Komm zu mir. Ich kann das nicht lernen. Oh Gott. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ich kann nicht. Abby, zieh durch. Komm schon. Wahre Stärke. Abby, zieh durch. Wahre Stärke. Okay, fast geschafft. Abby, zieh durch. Los, los. Oh Gott, ich schaff das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorsicht. Vorsicht. Oh mein Gott. Oh. Fast geschafft. Ja, ja. Okay. Oh mein Gott. Aber es ist tatsächlich ein sehr schneller Weg zum Krankenhaus. Oh Gott, Abby, Alter. Ich möchte schon. Ich versuche. Nein, Abby, du schaffst das. Abby! Nicht was? Nein! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. Okay. Okay, wir leben jetzt. Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude, aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Ah, wir werden schon was finden. Wir finden immer irgendwas. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich bin einfach nur froh, dass da so ein Schwimmbecken unseren Sturz abgefangen hat, weil das hätte sonst sehr übel enden können, tatsächlich. Wir gucken uns jetzt hier aber erst nochmal um, ob... Also ich finde, das Schwimmbad sieht auch tatsächlich im Vergleich zu dem Rest gar nicht so schlecht aus. Hier sind wir runtergekommen. Ja, also Respekt, dass Abby so lange durchgehalten hat. Ich wäre wahrscheinlich schon viel früher runtergestürzt aus der Höhe. Von daher alles gut so. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier vielleicht... können wir tauchen? Abby, können wir tauchen? Ja, sehr gut. Ob wir hier vielleicht unten noch irgendwas finden? Ohne Münze! Ja, Abby, nimm die Münze. Okay, wir schwimmen, wir tauchen kurz auf. Wir haben Illinois gefunden. Gucken wir uns gleich an. So, jetzt gehen wir nochmal runter und gucken, ob noch was hier unten ist. Es lohnt sich doch immer mal zu tauchen, aber ich glaube, das war es tatsächlich. Okay. So, komm raus. Und gucken wir uns jetzt einmal die Münze an, die wir gefunden haben. Illinois. Und zwar 1818. Sehr schön. Ja, wie viele Zusätze haben wir denn? 27. Das reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Ich glaube, wir werden das nie fertig kriegen. Okay. Ich denke, hier geht's weiter. Pool Rules. Okay, was steht denn da auf den Pool Rules? Dusche, bevor du reingehst. Kein Essen und keine Getränke im Pool. Keine gläsernen Sachen. Kein Rennen. Was? Kein Schwimmen, wenn du krank bist. Keine Tiere und no. Kein Surfen? Hä, wieso sollte meine man... Ohren klingeln.
Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht war es schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Oh, hallo. Oh ja, warte, komm, wir erzählen uns. Lauf nicht weg, ich möchte mit dir reden. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Okay, was haben wir hier? Kostenloses WLAN für Hotelgäste. 121879. Okay. Jetzt ist die Frage. Ach, hier wird es wahrscheinlich eh nicht weitergehen. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Sonst hätte ich mich jetzt wahrscheinlich zutiefst geärgert. Wenn ich jetzt hier weitergegangen wäre. Ohne mich umgeguckt zu haben. Jetzt ist aber wieder die Frage, wo ist der Weg? Weil da war ja eben auch noch eine Tür, die hier rausgeht. Aber vielleicht komme ich dann da auch in dem Fitnessstudio raus. Ist hier noch was in den Schränken? Okay, das ist voll. Hier vielleicht? Nein? Schade. Da? Oh ja, Alkohol. Sehr schön. Ach, schön, dass es mal ein Spiel ist, wo man sich auch im Spiegelbild sieht. Weil es gibt ja ganz viele Spiele, da guckst du in den Spiegel und du siehst nichts. Du sollst die Tür aufmachen. Ah ja, okay. Ja, jetzt sind wir hier. Alles klar. Gut, ich hatte gerade ein bisschen Schiss, aber das passt. Da steht wahrscheinlich nochmal das WLAN-Passwort. Jo. Dann gucken wir uns jetzt hier aber erstmal um. Weil hier liegt bestimmt noch irgendein Schnickschnack rum. Sehr schön. Genau. Wollt ihr ein bisschen Sport machen, Leute? Abby hat schon lange keinen Sport mehr gemacht. Könnte sie vielleicht ein bisschen entspannen. Fitnesscenter Rules. Ne, die habe ich jetzt gar keinen Bock, die zu lesen. Okay, das sind nur Spiegel. Check. Dann gucken wir mal. So viel gab es ja hier nicht. Ich habe das Gefühl, wir müssten uns diesen blöden Tresor, also dass dieses WLAN-Passwort vielleicht auch ein Tresorcode ist oder so. Gut, okay. Wir machen jetzt einmal die Tür da links auf, weil ich denke, dass wir über die Treppen weiter nach oben müssen, weil wir sind jetzt ja in die Tiefe gestürzt und wir müssen ja eigentlich hoch. Könnte ich mir vorstellen. Aha! Weißt du, wer das WLAN-Passwort? Ich hab's mir nicht gemerkt. Moment. Also ich gehe davon aus, dass der Safe das WLAN-Passwort ist. 1218 12 18 79 12 18 79. Gucken wir mal, ob das klappt. 12 18 18 und 79. Ah, ja, alles andere hätte auch... Das hat echt geklappt. Alles andere hätte auch keinen großen Sinn gemacht, tatsächlich. Okay, sehr schön. Wir haben unsere Vorräte wieder ein bisschen aufgestockt. Bringt uns das was? Yes. Okay. Aus der Menge mehr herzustellen, das wäre natürlich auch mega, ne, wenn wir mehr Messer herstellen könnten. Oh, Leute. Dann lasst uns das mal machen. Wir machen jetzt den Zweig fertig und dann passt das. So, ich denke, hier wird unser Weg jetzt weitergehen, ihr Lieben. Aber bevor wir die Treppe raufgehen, würde ich den Part an dieser Stelle beenden. Ich gehe davon aus, dass er kürzer ist als normal. Aber es ist gerade einfach ein bisschen viel alles drumherum. Und ich hoffe, ihr könnt es entschuldigen. Ich muss ja noch ein bisschen mehr aufnehmen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Definitiv morgen. Und dann, ihr Lieben, ja, hoffe ich, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Hey, habt einen schönen Tag. Tschüss.